ziemlich nicht gemacht, so lässt es. Doch. Nein. Ich habe so noch nichts im Augen drin. Alles gut, da kommt ja gleich was rein. Willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen, beziehungsweise auf meinem Kanal Ramses der Dicke, eine Sondersendung, denn seit einem halben Jahr versuche ich die Mama dazu zu überreden, dass sie mal die scharfen Nudeln probiert, die Too Spicy Samyang mit Chicken Flavor, dass sie die probiert. Und jetzt möchte ich aber erstmal was anderes. Da ist die Mama, ne? Die ist etwas kamerascheu, würde ich sagen. Hier habe ich ihr nämlich ein Glas Milch eingeschenkt, ja? Vielleicht braucht sie das gleich zum Trinken. Hier habe ich ein Glas Sinalco, da ist aber Energy drin. Wir konnten jetzt leider nicht los, um Red Bull zu kaufen. Deshalb ist hier einfach so billig Energy drin. Und das möchte ich für sie jetzt auch mal zubereiten, weil wir ja gerade aktuell diese Red Bull mit Milch Challenge hatten. So, einfach mal so, das sieht gut aus. Das ist die normale Milch, das ist die Red Bull Milch, die wir in der Challenge getrunken haben. Und ich fand die so lecker, so gut, dass ich, Moment, ich rühre das mal kurz noch rum, dass ich sie mal bitten möchte, die Red Bull Milch zu probieren und mir mal ihre persönliche Meinung dazu sagen. Und sie kann dann selbst entscheiden, ob sie die zu den Nudeln trinkt oder die andere. So, einmal hier dein Glas Energy Milch. Ist aber ganz schön kalt. Ja, die Milch stand im Kühlschrank. Kann natürlich sein, dass Red Bull trotzdem besser schmeckt mit Milch als so billig Energy mit Milch. Du dürftest eigentlich eine Art Milchshake dann haben mit einem süßlichen Geschmack. Und wie schmeckt das jetzt? Ja, es schmeckt, aber ein bisschen so, ein bisschen säuerlich. Bisschen säuerlich. Und was mir aufgefallen ist, es ist noch sehr flüssig. Das flockt gar nicht. Das andere, das war ja richtig schaumig und flockig. Mhm. Da fehlt also was. So habt ihr gar nicht diesen typischen, ja? diese Milchshake-Konsistenz. Was fehlt? Das macht der Adi denn da schon wieder. Vielleicht hätte man das, wenn man es in einem großen Bottich vermischt, dann wird das halt schön flockig. Du hast, wie gesagt, hier diese normale Milch. Sie trinkt auch die Red... Ja, das sieht man schon. Schmeckt sehr. Nein, du musst das nicht leer trinken. Das ist nur zum Probieren. Eigentlich wollte ich das dann trinken. Mhm. Und jetzt habe ich ihr nämlich extra hier... Guck dir das an. Habe ich ihr Nudeln gekocht, wo ich jetzt schön mit der Red Bull Milchgabel reingehe. Oh. Wie ihr seht, habe ich keine Ahnung von Nudeln kochen. Das sieht jetzt so aus. Die sind jetzt relativ weich, aber auch noch gleichzeitig bissfest. Das ist eine richtige Portion. Die gebe ich mal zu dir. Hier haben wir die Hauptbestandteile von der Too Spicy Challenge. Diese Tüte, wo hier diese Samen, Kräuter, sonst was sind. Und hier natürlich die Soße. Mach dir mal bitte das Tütchen auf und schütt es einfach mal über die Nudeln, dass wir das schön zurecht machen. Da kann auf jeden Fall noch nichts passieren. Bei dem anderen, bei der Soße, muss man dann immer aufpassen, die saut halt sehr rum. Du darfst dir das dann auch selbst verrühren und rummachen. Ich würde sagen, mach das dann ordentlich, weil wenn du an einer Stelle nämlich ganz viel Soße hast, ist das ja dann schärfer, als wenn du das richtig schön ordentlich vermischt hast. Jetzt gebe ich dir noch die Soße in irgendeine Ecke, schütteln am besten und dann aufmachen, drüber kippen. Mama hat auch schon die ganze Zeit gesagt, dass ich doch nicht immer so eine helle Schüssel nehmen soll. Das saut immer die ganze Schüssel zu. Deswegen haben wir jetzt diese grüne genommen. Sie kippt es jetzt mal drüber. Ne? Das ist Begeisterung. Guck doch mal. Sieht aus wie Apfelmus, ach, wie Pflaumenmus. Und ich habe die Mama überredet, weil ich gesagt habe, ihre ganzen Freundinnen und Kolleginnen werden ihr auf die Schulter klopfen und werden sagen, sie sind so stolz auf sie, dass sie sich das getraut hat. Sie selbst würden sich das nicht trauen. Und vor allem, dass sie so hinter mir steht und meinen Kanal unterstützt. Na, das ist ja was anderes. Genau, deswegen muss man nämlich auch alles mitmachen hier. Anderes. Beziehungsweise, weil deine Hände schon voll sind, fange ich mal an, deine Nudeln zu vermischen ein bisschen. Eigentlich, je heißer die Nudeln sind, desto schärfer wirken die auch. Die sind jetzt schon ein bisschen abgekühlt.
Aber ihr seht, das vermischt sich hier zu einer Party. Also oh, einer richtig klumpigen Pampe. Guck mal, Adi, Milch. Hey, der darf keine Milch trinken. Nein, darf er nicht. Gut, so. Mensch, Adi, jetzt hast du alles voll gekleckert. Nur so, der Adi macht nämlich auch mit bei der Challenge. Der hat aber die normale Milch gewählt und nicht die andere. Mm. Obwohl die Red Bull, die würde auch, wenn er rankommen würde. Ja gut, der Adi. Mm. Der Adi macht es schon. Na, Adi, lass es mal jetzt. Guck, das wird nichts. Wir haben jetzt hier das auf jeden Fall schön rumgemacht. Da werde ich gleich sicherlich den Rest noch essen dürfen. Ich überlasse dir mal die Gabel. Kannst ja mal riechen an den Nudeln, an der Schüssel. Riechen tue ich gar nichts. Riechen tust du nichts? Naja, wer nichts riecht, ja, der schmeckt auch nichts. Jetzt kannst du dir mal eine Gabel genüsslich zum Mund führen und kannst das mal probieren. Rollst dir halt schön ein, ja, damit nicht alles runterfällt. Bin ich mal gespannt. Nö, die müssen so lang sein, habe ich gehört, ne? Die waren eigentlich, früher habe ich die mal klein gedrückt, in kleine, also zerbrochen, aber mittlerweile lasse ich die immer im Ganzen zum Essen. Das geht so viel zu viel, das kann ich nicht so. Dann hast du halt einen roten Mund. Nein, geht es wieder weg? Ja, bei mir ist es doch auch weg. Mm. So. Ich bin gespannt, wie sie reagiert. Ich merke schon. Ja. Ich merke das schon. Solange es dir noch gut geht, ist alles gut. Wenn es dir nicht mehr gut geht, dann kann ich leider auch nichts machen. Ah ja. Nein. Okay, das bringt jetzt hinterher. Wie findest du die jetzt geschmacklich an sich? Ich finde trotzdem durch die Soße, dass die eine schön, dass sie eigentlich eine schöne saftige, würzige Note haben, ohne das Scharfe. Das Scharfe mal da, daneben gestellt. Ich habe gerade gesagt, dass die Augen wieder Probleme machen. Oh Gott. Oh Gott. Ist das was, was du weiterempfehlen könntest, würdest oder was du gerne nochmal essen möchtest? Also ich möchte es nicht nochmal essen. Und wem soll ich es weiterempfehlen? Dir oder was? Du hast ja schon. Nominierst halt jemanden, den du kennst und dann... Nein. Pass nur auf, dass du mit deinen, ich mein, mit deinen roten, soßigen Händen dir nicht im Auge rumwühlst. Mann, Mann, Mann. Gut, ich glaube, der Kopf war vorher auch schon so rot. Ja, das hättest du ja schon mal eher sagen können. Was? Mit den Händen? Ja. Ich dachte, daran denkt man, dass wenn man da gerade die Soße an der Hand hat, sich nicht immer zu in die Augen fässt. Nee, aber wenn die Augen drehen, was soll ich denn machen? Und dann nicht mit den Händen rein, sondern nur mit dem Tuch. Ja, das ist nicht so einfach. Das war aber jetzt schon kalt, oder? Aber die Schärfe war da. Hast du schon mal so was Scharfes gegessen oder ist das das Schärfste, was du bis jetzt so... Ich habe noch nicht so was Scharfes gegessen. Auf jeden Fall brennt jetzt die Lippe. Oder der Mund brennt. Das ist immer die sehr Zunge gut. Die Zunge brennt. Vor allem, wenn du die ganze Portion mit einmal isst und dann... dann kannst du schon kaum noch reden. Manchmal fängt es auch an mit Schluck auf. Aber das sind ganz normale körperliche Reaktionen. Das ist alles kein Problem. Ja. Magst du noch mal einen Schluck von der Red Bull Milch hinterher? Dann ist bestimmt alles weg. Das Säuerliche macht das, ne? Ja, bitteschön. Der wird gleich das Glas umschmeißen. Hm, was schlabbert denn hier so rum? Ach, der Adi ist auch schon wieder an der Milch dabei. Dankeschön, Adi, dass du auch mitmachst. Gut, dann war es das, glaube ich, jetzt von meiner Seite aus. War es jetzt so schlimm? Also... Ja, ich meine jetzt danach, im Nachhinein könnte man vielleicht wieder was essen, weil das ein bisschen nachlässt wieder, das Schafe, aber... Willst du noch eine Gabel probieren? Ich weiß nicht. Also satt werden könnte ich davon nicht. Komm, wir stehen alle hinter nicht, dir. Ich kann nicht so viel essen, dass man satt wird davon. Also wenn du magst, kannst du noch ein Gäbelchen nehmen hier. Du rollst dir da so ein und dann so... Ach, bist du wahnsinnig, zack in den Mund, so viel doch nicht. Und dann durchbeißen, dass das nicht hinterherkommt. Hättest du es mal lieber klein gemacht, dann wäre es schon besser, aber so... Ach so, du willst also ein zweites Video, wo du mit dem Löffel die kleinen Nudeln isst.
Ach, der Adi hat keine Milch mehr. Aber ein Milchbad, guck doch mal, den Milchbad. Magst du noch eine Gabel probieren? Aber nicht so viel. Nicht so viel. Ich weiß gar nicht, wie viel du eben hattest, deswegen. Das weiß ich auch nicht. Such's dir einfach raus. Es ist deine Sendezeit, deine Bühne. Wickel die Katz und dann zack. Jetzt schaffe ich nicht alles. Nee. Man muss, man darf das ja nicht dann Stück für Stück reinstecken. Man kann es ja auch einfach versuchen durchzubeißen und dann fällt der Rest halt wieder in die Schüssel. So habe ich sonst immer gemacht. Aber du bist tapfer, du ziehst alles weg bis zum Ende. Und die gute Red Bull Milch hinterher, ne? Wir wollen schon gar nicht mehr die normale, wir nehmen die Red Bull. Nee, die ist besser. Besser dagegen. So, und andere Sachen, das ist eklig, Red Bull Milch. Mama trinkt die gerne, wie ihr seht. Ah, die ist schon ganz neidisch. Gut, dann würde ich sagen, war's das doch. Du hast es überlebt, ne? Es ist mal eine Erfahrung, die man machen kann. Man kann das mal probieren. Dann Dankeschön auf jeden Fall für die Teilnahme. Dankeschön, dass ich das jetzt auch noch essen kann. Dankeschön an Adi, der auch mitgemacht hat. Und ja, wir müssen dann wahrscheinlich trotzdem noch mal einkaufen, irgendwas, noch was Richtiges zu essen suchen für die Mama, dass sie dann wirklich was im Magen hat. Würde eure Mama das auch machen, schreibt es mal in die Kommentare. Könnt ihr ja mal eine Schüssel bestellen und hinpacken. Mal gucken, was sie damit macht. Das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramses und ein Ramses seine Mama. Was machst du mit deinen Fingern? Nix, ich hab da gerade. Da ist was, das stört, das wollte ich gerade abholen. Abessen. Aber ich könnte ja mal ein bisschen mal nachlassen, oder? Vorhin hat es eher nachgelassen, oder ist es, weil ich. Ach, Mann. Na, eigentlich ist es, je mehr man isst, desto schlimmer wird's. Echt? Weil du die zweite Gabel gegessen hast, hol das von vorhin wieder hoch und bring das neue noch dazu. Kannst ja noch eine dritte essen, dann wird's noch schlimmer. Nee, das muss ich jetzt erstmal beruhigen. Okay. Tschüss.